Während Genmanipulationen meistens für uns Endverbraucher noch böhmische Dörfer darstellen, sind die Forschungen auf diesem Gebiet schon sehr weit fortgeschritten. Tatsächlich ahnen wir alle noch gar nicht, was so alles möglich ist und welche genmanipulierten Tierchen so über unsere Erde streifen. Hier sind 6 Dinge, die du einfach nicht glauben wirst. Los geht's! Nummer 6. UV-Katzen. Unglaublich, aber wahr. Forscher an der südkoreanischen Gyeongsang-Universität haben Katzen geschaffen, die im Dunkeln rot und grün leuchten. Durch veränderte Erbinformationen war es ihnen gelungen, 3 Katzen zu klonen, die bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht anfangen zu leuchten. Die Technik, genmanipulierte Lebewesen zu klonen, könnte auch bei der Behandlung menschlicher Gendefekte nützlich sein. Äußerlich unterscheiden sich die Angora-Katzen überhaupt nicht von ihren Artgenossen. Das Rotfluoreszierende Gen RFP sowie sein grünes Pendant GFP, die bei den Katzen eingesetzt wurden, werden auch häufig verwendet, um den Erfolg eines Gentransfers zu kontrollieren. Weiter geht's mit der Nummer 5 und leuchtenden Fischen. Es fing alles im Jahre 1999 an der Universität in Singapur an. Die ursprüngliche Idee war, einen Organismus zu züchten, mit dem sich die Wasserqualität anhand der Farbe kontrollieren lässt. Und tatsächlich schafften es die Forscher, ein Genom aus einer Qualle in einen Zebrabärbling einzubringen. Die auf diese Art gentechnisch veränderten Fischchen fluoreszieren bei Tages- sowie Kunstlicht. Später benutzte man dasselbe Verfahren, um das Rot einer Koralle und das Gelb einer anderen Quallenart auf die Zebrabärblinge zu übertragen. Aufgrund ihrer bunten Erscheinung sind die sogenannten Glowfish mittlerweile jedoch auch sehr beliebt, wenn es um Privataquarien geht. Besonders Kinder erfreuen sich an den leuchtenden Gesellen, die jedoch bloß in den USA und Asien frei verkäuflich sind. Weiter geht's mit der Nummer 4, das Nackthuhn. Was aussieht wie ein absolut krankes Geflügel, ist tatsächlich genauso gedacht. Denn das nackte Huhn wurde im Zug von genetischen Modifikationen entwickelt, dass die Tiere keine Federn haben, birgt laut Forschern der landwirtschaftlichen Fakultät viele verschiedene Vorteile. Zum einen sind sie wohl weniger hitzeempfindlich und die nackte Haut erspart das mühsame Rupfen nach dem Schlachten. Ein besonderer Vorteil ist zudem, dass diese Hühner weniger fett sein sollen, da ein Großteil des Fettes an den Federwurzeln sitzt. Es wird zwar noch eine Weile dauern, bis die nackten Tierchen für die Massenvermarktung zur Verfügung stehen, jedoch sind die Forscher zuversichtlich. Und weiter geht's mit der Nummer 3, schnell wachsender Lachs. 2015 gab die Lebensmittelbehörde FDA erstmals ein genetisch verändertes Tier zum Verzehr frei. Der besonders schnell wachsende Lachs landet nun auf den Tischen der USA und das ganz ohne zusätzliche Kenntlichmachung. Der Wunderlachs, der von seinen Gegnern liebevoll Frankenfisch genannt wird, wächst doppelt so schnell wie seine Artgenossen und frisst dabei 25% weniger. Dazu wurden den Lachsen ein Gen des Königlachses eingepflanzt, das Wachstumhormone produziert. Fische lassen sich im Vergleich zu Säugetieren relativ leicht gentechnisch manipulieren, da die Befruchtung der Eier außerhalb des Körpers stattfindet. Die Behörden versichern, dass der Verzehr des Lachses genauso unbedenklich ist wie der anderer Lachsprodukte. Jedoch betreten sie mit der Zulassung dieses gentechnisch veränderten Lachses umstrittenes Neuland, das noch so manch anderes Produkt nach sich ziehen könnte. Interessant. Und die Nummer 2. Anti-Malaria-Moskitos. Ausgerechnet Moskitos sollen Menschen vor tödlichen Krankheiten schützen, die sie bisher selbst übertragen haben. Hört sich erstmal komisch an, könnte jedoch funktionieren. Bereits seit Jahrzehnten versuchen Forscher auf diesem Gebiet voranzukommen und im Sommer 2002 meldeten sie einen ersten Durchbruch. Sie erschufen eine malariaresistente Mücke. Doch das Wichtigste daran ist, dass sie eine 50% höhere Überlebenschance haben als ihre in freier Wildbahn lebenden Artgenossen. Laut Forschern sind sie fruchtbarer und würden sich somit nach einiger Zeit gegen ihre Verwandten durchsetzen. Es ist kein Geheimnis, dass diese Strategie absolut umstritten ist und es wird noch eine Weile dauern, bis man sich mit einem richtigen Feldversuch beschäftigt. Biologen warnen vor den unvorhersehbaren Folgen, wenn vom Menschen manipulierte Organismen in die freie Wildbahn entlassen werden. Doch im Falle eines Erfolgs könnte man eventuell Malaria oder den Zika-Virus ausrotten. Und die Nummer 1, Antikrebstomaten. Diese lila Tomaten sehen nicht nur sehr besonders aus, sie haben auch noch ganz außergewöhnliche Fähigkeiten. Britische Genetiker haben diese Tomaten hergestellt, die anscheinend gegen Krebs schützen. Wie die Forscher beschreiben, verlängerten lila Tomaten die Lebenserwartung von krebsanfälligen Labormäusen um 28%. Normale rote Tomaten hatten hingegen keinen positiven Effekt auf die Lebensdauer der Nager, denn die lila Exemplare enthalten dreimal so viel gesunde
gesundheitsfördernde Anthocyane wie gewöhnliche Tomaten. Zwar ist es bereits seit einigen Jahren bekannt, dass auch rote Tomaten gut gegen Krebs sind, jedoch war noch nie ein so bahnbrechender Erfolg zu verzeichnen. Und was haltet ihr von diesem Thema? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein weiteres Video anschauen, zum Ansehen einfach in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, ciao!